Willkommen zurück zu Mega Man. Charles hat im letzten Part gebeten, zur Kontrollstation zu kommen. Da gehen wir doch erstmal hin. Also ab zu Psylab. Kontrollstation ist ja hier drin. Da bist du ja. Was ist denn los, dass du mich so überraschend rufst? Nur die Ruhe, ich erklär's dir. Weißt du noch, wie ich mir dein PET geborgt habe, Len? Ja. Da habe ich ein neues Systemprogramm installiert und ein paar PET-Daten gesammelt. Keine Sorge, ich habe keine persönlichen Daten von deinem PET geholt. Ich wollte nur einige Einstellungen deines PETs checken. Einstellungen? Ja. PETs zeichnen die Handlungen und Gewohnheiten ihrer Operatoren auf. Üblicherweise werden Programme problemlos installiert. Dieses neue Systemprogramm wird noch erprobt und muss an dein PET angepasst werden. Okay. Schätze mal, PET hat jetzt ein paar neue Funktionen. Was genau kann es jetzt, was es vorher nicht konnte? Ich glaube, die Anzeige ist einfach schneller. Gib mir dein PET doch mal kurz rüber, Len. Sicher. Leitebereich PET. Danke. Sende Datei, übertrage Daten, starte Systeminstallation, bla bla bla. Klick. Da hast du es wieder. Lens PET wurde zurückgegeben. Was soll das? Alles wie immer. Natürlich sieht es unverändert aus. Das neue System arbeitet nur bei der Virenvernichtung. Es gibt auch ein Übungsprogramm. Schau es dir an, dann verstehst du es. Okay, mal sehen. Startübungsprogramm. Was ist das? Überrascht, oder? Hier ist was Neues für dich, das Party-Battle-System. Party-Battle-System? Das Party-Battle-System ermöglicht es, hier mehrere Navis in einem PET zu laden. Dann ist Protoman in dieser Einheit? Eigentlich nicht. Das Einzige, was auf dem PET installiert ist, sind Protomans Bilddaten, also eine Kopie seiner Daten. Diese Kopie dient nur für den Kampf. Aber die Angriffsstärke ist mit der des echten Protoman identisch. Je nachdem, wie gut man mit dieser Kopie umgehen kann, kann der Chip also sogar mehr leisten als der echte Protoman. Wenn du gut genug damit umgehen kannst, aber weiter. Gesteuert wird das System über den PET-Bildschirm. Wählbare Navies erscheinen während des Kampfes hier. Genau. Oben werden die TP des Navies angezeigt. Natürlich können Navies ohne TP nicht benutzt werden. Als nächstes wird unten der Buster-Angriff angezeigt. Das ist die Angriffsstärke des Navy-Spezialchips. Was ist hiermit? Dieser Platz ist für weitere Navy-Bilddaten gedacht. Grundsätzlich kannst du in diesem System insgesamt 3 Navy speichern, inklusive Mega Man. Das bedeutet, man hat auf einen Schlag dreifache Stärke? Leider ist es nicht ganz so einfach. Sieh her. Jedes Mal, wenn du die Navys wechselst, werden diese Platzhalter gefüllt. Sind alle gefüllt, kannst du keine weiteren Navis im Kampf einsetzen. Deshalb, verstehe. Du musst also gut überlegen, wann der beste Zeitpunkt für einen Navi-Wechsel gekommen ist, richtig? Exakt. Und jetzt noch kurz ein Wort zum System für den Navi-Wechsel. Berühre einfach im unteren Bildschirm den gewünschten Navi. Cool, oder? Was ist das? Yep, mehr musst du nicht beachten. Du kannst eine Anzeige für den Chip auswahl oder mitten in einem Kampf wechseln. Wow. So, genug der langen Rede. Nun musst du es nur noch im Kampf ausprobieren. Bist du bereit? Oh ja, und wie bereit? Okay, dann los. Ihr müsst Programm ausführen. Okay, das heißt, ich klicke jetzt hier, wechsle, nehme mein Extra-Schwert rein für Protoman, habe am besten noch einen 10er-Chip, den dazu und fertig. Breitschwert und Extra-Schwert. Ja. So funktioniert das, also das Party-Battle-System. Das Party-Battle-System. Echt cool. Freut mich, dass es dir gefällt. Machst du Witze, damit sind die Nebula ein Klacks? Aha. Stimmt doch, Mega Man. Ja. Und Protoman wird uns auch seine Hilfe leisten. Danke, Chart. Bedanke dich bei den Labortechnikern, die das System so fix entwickelt haben. Sie haben es Tag und Nacht getestet. Die Leute vom Wissenschaftslabor haben ihr ganzes Können in das System gesteckt, damit du die Nebula besiegen und deinen Dad retten kannst. Vergiss das nicht. Für meinen Dad? Okay. Ich würde das System nutzen, um meinen Dad zu retten. Vergiss nicht, wie du dich gerade fühlst. Ein paar Dinge musst du allerdings beachten, denn erstens, du kannst nur Bilddaten von 2 Navis in deinem BT anlegen und nicht mehrere Kopien desselben Navis speichern. Wie? Was ist los?
Du kannst im Grunde keine zwei Protoman-Bilder gleichzeitig auf deinem PT speichern. Korrekt. Und genau deshalb kannst du auch keine Megaman-Bilddaten anlegen, weil es dann zwei Megaman-Nemesis auf deinem PT gäbe. Und zweitens, einige Bereiche sind code-gesichert, damit du das Party-Battle-System nicht nutzen kannst. Elektrische Ladungen können diese Funktion übrigens beeinträchtigen. Das System wurde zwar getestet, es ist aber noch lange nicht perfekt. In Befreiungszone kann es also nicht genutzt werden. Mann, das habe ich ja sogar kapiert. Egal, weiter geht's mit der Einführung. Du musst verstehen, dass Bilddaten bloß ein Bild darstellen. Die Cyber scheinen den Nervis zu folgen, aber sie sind nicht wirklich da. Du kannst nicht mit ihnen sprechen oder direkt mit ihnen interagieren. Sie sind lediglich Bildhüllen. Sollten diese Hüllen unnötig sein, werden sie automatisch abgeschaltet. Ich weiß, es klingt kompliziert, aber merkt ihr einfach. Außer in Kämpfen sind es einfach Bilder von Cybergeistern. Das war schon alles verstanden? Verstanden. Ich will es im echten Kampf testen. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für dich. Befreie die LCD-Zone aus den Klauen der Nebula. So können die Nervis kommen und gehen, wie sie wollen. Halte in der LCD-Zone Ausschau nach Nebula-Agenten. Eine Erkundung? Wie? In Ordnung. In den Außenbezirken der LCD-Zone 3 wird gerade versucht, das Netzwerk zu reaktivieren. Finde raus, wie es vorangeht und erstatte Bericht. Rede mit dem Programm, das die Arbeiten durchführt. Es wird dir sagen, wie weit die Reaktivierung fortgeschritten ist. Gut, kein Problem, ich bin bereit. Jetzt, ich zähle auf dich. Okay, Mega Man, ab geht's in die ACDC-Zone. Alles klar. Der Guy hat, glaube ich, noch was. Der hier? Psst, hey Kleiner. Battles können ein Kinderspiel sein. Mit diesem Chip, der nur 500 Sandy kostet. Wie, klingt suspekt? Ach komm schon, das ist ein toller Chip. Mit einem winzigen Nebeneffekt. Nein, kein Grund zur Aufregung. Im Grunde ist es gar nichts. Ein günstiger Preis für mehr Power. Nur 500 Sandy interessiert? Ja. Danke, Kumpel. Hält ein Battleship DK-Schwert-Set. Hey, leicht für dieses Geld. Ach nee, ich habe nur so vor mich hingebrabbelt. Den werde ich nicht verwenden. Ich kann euch den Chip mal zeigen. Das wäre der hier. Ich werde ihn nicht benutzen. Oder vielleicht später benutzen. Das ist ein DK-Chip. Nehmt diesen Chip nicht her, wenn ihr ihn habt. Wie viel hat er gar nicht? Glaubt mir. Alles, was bisher mit... Okay, ihr habt zwar einen Chip, der 400 Angriff macht und der aber reinhaut... Dann kommt aber das nächste Problem. Soll das mal Mail? Der Mod. Es ist nicht schwer, aber einige mussten. Auf jeden Fall werden die Daten gelöscht. Gruppenmod, okay. Ah ja, okay. Der Mod, damit kann ich das Protoman anpassen. Okay. Hilfen wir es. So, war ich auch genau, die DK-Chips. Was allerdings noch passieren wird bei dem DK-Chip, Mega Man wird auf jeden Fall erstmal durchdrehen. Ihr habt keine Kontrolle während des Kampfes mehr über ihn. Und ihr verliert einen Gesamt-TP. Klingt jetzt nicht viel, ist aber trotzdem ätzend. Also lasst diese DK-Chips. Warum ist die Musik aus? Tonfehler? Scheiß drauf. Nach Nebula-Agenten Ausschau halten. Ah, jetzt haben wir wieder. So, was habe ich denn? Okay, Protoman hilft. Good job, 100 Sandys erhalten. Was ist das für ein Guy? Wenn du hier im Abgrund des Netz stehst, sieht das... Siehst du dann auch das Unsichtbare? Nein, ist das für dich? Ist das so für dich? Naja, es ist einfach so dumm für mich. Nebula-Agenten ausschalten, ich hab keinen gesehen. Ja, oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Okay, mein Fehler. Sandy.
So, nachdem wir auch die Zone befreit haben, seht ihr, das Ganze hier sieht etwas anders mittlerweile aus. Hier kann eigentlich die Karten warten wir. Also wieder meine Karte öffnen. Okay, hier wird auch Protoman kommen. Guck mal, der wird eh gleich hier runterspringen. Und tschüss. 1000 Zenny. So, Karte erstmal auf. 350 Zenny. Hab ich eigentlich schon diese Codes? Hab ich den Code von Deck schon? Nee. Ah, mit. Okay. Man kann Brotman kann auch sein Schild. Aber das hat gerade irgendwie nicht so hingehauen. Okay, das war jetzt fuck. Genau, das reflektiert. Okay, mit der Y-Taste oder X-Taste kann ich auch wechseln. Es hieß, hier wäre etwas los, also bin ich hergekommen. Da habe ich die Action verpasst. Ach, Mann. Es sollten wir du kommst ein paar zu spät, Mädel. Nette Händlerinteresse. Ha, voll überteuerte TV-Speicher brauchst du? Nein. Ja, Mann, 500 Zenny wäre jetzt besser gewesen. Auch Geld. Ah. Einmal roll. Ja, jetzt muss ich den Tipp umlegen. Ja, vielleicht krieg ich's noch. Let's do it, man. So, dem muss ich jetzt Brot rein kümmern. Tschüss. Übrigens, das mit diesem Protoman-Angriff kommt nur, wenn ihr G-Hilfe drin habt als Partner-Mod. Und warum haben wir jetzt meine Karte nachher genau nicht erfunden? Das ist easy. Okay, dann gehen wir mal in die AC-Liste-Zone 3. Hier haben wir gleich mal eine blaue Mistfield-Hai. Das goldene Häschen ist ganz interessant. Hier könntet ihr die Befragungsmission nochmal machen. Werde ich auch nochmal machen, aber vielleicht später. Weil dann werde ich es hier sowieso versuchen auf... Naja, besser im Rang zu machen, wie das, was ich gemacht habe. Das war ja einfach nur lame. Stimmt, okay, da kann ich ja abwarten. Und roll. Das müsste eigentlich sein. Ich tue nochmal meine Insekten hinten rein. Tschüss. 100 Zenny, yeah. Willkommen in der AC-Liste-Zone 3. Besucher werden hier selten. Hä? Achso, ja, keine Ahnung. Mehr Besucher, ja, toll. Hier ist auch nochmal eine Mistfield-Datei. 500 Zenny, gut, die werde ich dann gleich mal ausgeben. Was haben wir denn hier? Alles klar. Here comes land. Ah, das war scheiße. Tschüss. Hier, die Befragungsmission werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde es vielleicht auch mal zeigen. So als kleine Hilfe, wie man das eigentlich am besten macht. Beziehungsweise eigentlich habe ich es ja gar nicht so schlecht gemacht. Das Problem war einfach, dass ich da beim Boss irgendwie gescheitert bin. So. Ah, jetzt eine Kanone C. Die baue ich auf jeden Fall an und tausche gegen eine meiner B-Kanonen.
Das hat auch noch einen Grund, aber den werdet ihr vielleicht erfahren, wenn es soweit ist. Die Leute, die das Spiel kennen, werden wissen, was es ist. Warte mal, was haben wir hier alles? Die beiden... C, D, D, okay, das ist nichts. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ach, TFX. Okay, was war das jetzt? Und tschüss. Sag mal, Charge. Buff da und fertig. Irgendwie kackt meine Steuerung auch wieder ein bisschen ab. Das alte Problem. Okay, hier geht nichts. Kann ich mich jetzt irgendwo einloggen? Interessant. Trotzdem brauche ich den Spasten, der mir sagt, wie es jetzt abläuft. Okay. Okay, schnell heilen. Hat geklappt. Rotoman legt ihn um. Fertig. Ich sehe doch, Rotoman läuft doch auf der Map hinter uns her. Okay, das ist jetzt wieder so eine scheiß Situation. Und tschüss. Wo ist denn jetzt der Typ, der sich darum kümmert? Das hat er doch eigentlich irgendwo ein Netner gestehen oder ein Mr. Brock, der sich darum kümmert. Okay, das war jetzt nice vom Protoman. Eigentlich hätten wir auch wechseln können, aber da hat sich echt keinen Bock. Hä, wo ist denn jetzt hier der Typ, der das macht? Ach, ich glaube, der stand da. Ja, da ist er. Hallo, bist du der Mr. Brock, der das Netzwerk reaktiviert? Korrekt. Und läuft alles rund? So rund wie eine defragmentierte Festplatte. Die Reaktivierung läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. Verstehe, das höre ich gern. Okay, gib mir Chart Bescheid. Gut, ich rufe ihn an. Ring, 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 ring. Chart hier. Hallo, Chart. Ich bin's, ich habe das Netz gecheckt. Keine Nebula-Agenten, weit und breit. Und die Netzwerk-Reaktivierung in SED-Saison 3 läuft gut. Verstehe, prima. Das war's schon. Gute Arbeit. Mehr hätte dazu nicht zu sagen? Junge, kein Mann der vielen Worte. Tja, ich habe alles erledigt. Zeit, schwimmen zu gehen. Ja, lassen wir die anderen nicht warten. Los jetzt. Ach so, ich werde automatisch ausgeblockt. Crap. Mom, wo ist meine Badehose? In der zweiten Schublade, Schatz. Megaman, wo ist meine Taucherbrille? Im Schrank. Mist, ich bin spät dran. Beeilen wir uns, Megaman. Bevor ich das mache, kaufe mir noch schnell den TP-Speicher. Wenn schon zu spät, dann richtig. Nee. Ach genau, das ist dieses... Der was die Brotmanns Bilddaten wieder aufbaut, wenn sie gelöscht wurden. Ah, Moment, da ist wieder eine Mystery-Datei. Oh, komm. Wie unnötig ist das denn? Ja, sogar ein Gegentreffer.
job, lad. Okay, jetzt war wohl Krankanon. Let's do it, lad. So, wieder voll synchron, die beiden sind umgelegt. So, weiter geht's. So, jetzt komm her. Vulkan 1C, nee, Vulkan 1E würde ich brauchen. Ausloggen. Treffen wir uns vor dem Bahnhof, okay. Und hier. Entschuldigung, Leute. Len, du solltest wissen, dass man Dame nicht warten lässt. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Ich drück doch mal ein Auge zu. Also muss das hingehen. Ja, das wäre mich auch gerade gefragt. Also wohin, Jai? Heute geht's auf die verlassene Uran-Insel. Vor langer Zeit gab es auf der Uran-Insel reiche Kohlevorkommen, aber als die Nachfrage nachließ, wurden die Minen geschlossen und die Menschen zogen fort. Weil sonst niemand mehr dort ist, können wir machen, was wir wollen. Eine einsame Insel klingt nach einem Abenteuer. Na dann los. Zwei Stunden von ACDC-Stadt entfernt erreichen Len und seine Freunde die winzige Uran-Insel im Pazifischen Ozean. Wir sind da. Wow, endlich austoben. Moment, Dex, nicht so schnell. Willkommen auf der Uran-Insel. Echt schön hier. Glasklares Wasser und herrlich saubere Luft. Hehe, was habe ich euch gesagt? Und außer uns ist kein Mensch hier. Wir können also tun und lassen, was wir wollen. Seht mal da, der Strand. Juhu, nichts wie rein ins kühle Nass. Len, wetten, ich kann schneller schwimmen? Wetten nicht? Okay, wer zuletzt am Strand ist, hat verloren. Hey, das ist unfair, Dex. Gerd. Wer ja, Jost, los jetzt. Dass die Jungs immer so angeben müssen. Geht doch schon mal vor. Wir ziehen uns erst noch auf dem Schiff um. Macht dir ruhig euer blödes Wettrennen. Das ist überhaupt nicht blöd. Ja, haut schon ab. Dex wartet schon auf dich. Wir gehen erstmal auf das Schiff, Mail. Okay. Was stehst du da so rum, Len? Kannst dich wohl nicht von uns trennen, wie? Was? Du spinnst wohl. Bis nachher, Leute. Gehen wir, Mail. Gehen wir hier runter zu Dex. Yippie, spürst du diesen Wind? Len, Kumpel, hierher, gib mal ein bisschen Gas. Ich krieg dich, Dex, bin schon unterwegs. Wo sind Jan und Mail? Die ziehen sich auf dem Schiff um. Los, Badehose an und ab ins Wasser. Mal sehen, wo kann man sich hier umziehen? Ich weiß schon, wie wir uns umziehen. Oh nein, das meinst du doch nicht ernst. Ihr habt die verbotene Kunst, die Badehose anzuziehen. Der kleine Strand-Houdini.
Wovon redet der Len? Houdini? Diese Kunst wird von den Vätern an die Söhne weitergegeben. Erst die Hose aus, dann den Pulli über die Unterhose, dann die Unterhose unter den Pulli ausziehen. So kannst du in deine Badehose schlüpfen, ohne nackt in der Gegend rumzustehen. Und was daran in der die verbotene Kunst? Ich erklär's dir. Erstmal schlüpfst du gefahrlos in deine Badehose, ohne dass es irgendwie peinlich wird. Wenn du dann aber die Badehose wieder unter die Unterhose, auszieht, das Mächtige deiner Unterhose, sobald du die Badehosen nacheinander über die Beine streifst, glaub mir, das kann echt anstrengend werden. Das Blöde ist nur, dass die meisten Unterhosen solche Belastungen nicht aushalten, also besteht immer die Gefahr, dass sie mit Zwiegeltöne seine Stöcke reißt und das ist dann absolut oberpeinlich ist. Was schlimmer noch, man, ich darf gar nicht dran denken. Oh je, hör auf, Dex. Worüber redet ihr? Tada! Okay, Leute, wir wollen um die Wette schwimmen. Los, beeilt euch und zieht euch um. Len, Dex, wir wollen endlich ins Wasser. Was haben die für einen komischen Planschern sogar in die Eier? Ziehen wir uns um, Dex. Ja, Zeit für den kleinen Strand, Houdini. Ratsch. Ilk! So ein Scheiß. Ja, ich sagte doch was von dem Wettschwimmen, oder? Ja, das hat sie. Hey, was ist das? Alter! Wow, yay, cool! Wie gefällt dir das, Jungs? Mein Turbo-Schwimmreifen? Nicht ernsthaft. Die hat einen Turbo im Schwimmreifen. Hey, auf die Melone, nicht auf mich. Los, yay, los! Rechts, links! Gib's ihm, yay! Das kriegst du wieder, Len. Okay. So, das war toll. Wieso warm, Mädel? Jetzt fängt der Spaß sogar an. Aber zuerst müssen wir mal was essen. Ich weiß was. Wir fangen euch ein paar Fische. Wie ist mit einem Angelwettbewerb, Len? Wie bist du denn ohne Ausrüstung angeln? Machst du Witze? Wir brauchen nur Bambus, eine Leine und einen Wurm. Das lässt sich hier bestimmt irgendwo auftreiben. Wer die meisten fängt, hat gewonnen. Ja, Mädel wartet hier. Ich lauf schon mal los. Genau, wir dürfen jetzt unsere Angelausrüstung zusammensuchen. Junge, dieses Deck steht echt immer unter Volldampf. Delete. Du hast eine Mail. Ein Auftrag von George. Gehen wir ein Stück von Mail und Jai weg, um sie zu lesen. Oh ja, sicher. Da will ich mir mal Angelzeug zusammensuchen. Ob da was Essbares bei rausspringt, trotzdem viel Glück. Sei vorsichtig. Na klar, bis später dann. So. Du hast Mailen? Ja, ach was, echt? Gehen wir mal hier hin, um es zu lesen. Geh nach Uran. Nächste Mission findet in der Uranzone 3 statt. Aber wir müssen die Zone zuerst erkunden. Deshalb musst du die Rote mit dich dort unterstützen. What happened, Len? Auf in die Uhr. Okay. Da kann man sich hier einloggen in die Uranzone. Jack it! Mega Man! Execute! Okay, man sieht schon am Design der Zone. Ist immer noch eine Hand der Nebula. Ah, und das müsste wieder heil. Ach, die ist verschlossen. Okay, ich muss echt, wenn ich Geld habe, Dietrich kann sowas kaufen. Okay, damit Champi-Viere. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten. Oh, Moment. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Ihr seht die drei Kanonen A, B, C. Ich werde jetzt mal alle drei anwählen. Was jetzt passiert, ist folgendes. Programmsprung. Gigakanone 1. Das ist ein Programmsprung. Funktioniert wie folgt. Ihr nehmt drei Chips, beziehungsweise ich glaube, manche sind sogar... Nee, in diesem Spiel sind es immer nur drei. Und kombiniert diese. Wer rauskommt, ist eine mächtigere Attacke. Habt ihr gerade gesehen. Statt 40 hat die einzelne Kanone, hat der Programmsprung 400 abgezogen. Die könnt ihr auch in die Bibliothek sehen, wie die nochmal funktionieren, wenn ihr mal zufällig einen rausfindet. Bibliothek. Hier, da ist es zum Beispiel Giga-Kanone 1, Kanone A, B und C.
es ist recht selten, dass man eigentlich auf die erste Hand oder auf dem ersten Ding einen Programmsprung zusammenkriegt. Normal dauert das schon länger. Ich werde mal versuchen, möglichst viel zu zeigen. So viel Glück hat man kein zweites Mal. Das habe ich dafür hier nur mit, obwohl es geht schon so. Und jetzt warten, bis der Kaktus da kommt. Und tschüss. So. Ja, Bruder will sich jetzt darum kümmern. Und tschüss. Good job, man. Hä, warum kann ich hier nicht rein? Okay, hier oben ist nochmal ein Netthändler. Jetzt muss ich erstmal an den Kampf warten. Buster ab. Und nein! Das lief jetzt mal gehörig schief. Okay, ich habe noch einen Rollchip. Und einen Minibang. Und roll. Dann bin ich auch gleich wieder geheilt. Die Minibang braucht man nicht. Achso, er schließt nie, okay. Okay, hier gibt es verschiedene Sachen. Der Garden ist nicht schlecht, aber das blöderweise, ich kann mir nichts davon leisten. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Geld. So, und jetzt? Genau, passt so. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Okay, das war scheiße. Au. Ich hasse das. So, ich hoffe, ich habe später auch so viel Glück mit dem Programmsprung, aber ich sage jetzt noch nicht, was ist. Ja gut, um den kümmert sich jetzt Protoman. Die Zone da drüben soll als nächstes befreit werden. Protoman, aber die Nebula werden uns wohl kaum freundlich begrüßen. Also das sieht aus wie eine Piste, aus wie drei Guns. Wie drei Angriffstürme. Es gibt leider keinen anderen Weg hinein. Also los, Mega Man. Auf geht's. Yay, Selbstmordmission! Ganz schön heftig, da kommen wir nicht durch. Mann, der Cheater hat ein Schild. Um da durchzukommen, müssen wir das Sperrfeuer überstehen. Aber wie? Wenn sogar mein Schild bei dieser geballten Kraft schlapp macht. Wie heißt, wenn wir Protomans Daten über das Party-Battle-System nutzen? Jetzt ist es ganz wichtig, dass du selbst denkst und handelst. Das ist nun mal die Aufgabe von Nevis. Die Bilddaten des Party-Battle-Systems nützen hier nichts. Versuchen wir das später. Ich brauche eine neue Strategie. Ich logge mich aus. Feigling, kein Spann. Wir können diese Mission nicht ausführen, ohne das Sperrfeuer auszuschalten. Loggen wir uns aus, Len, und gehen wir mit Dex angeln. Ja, hat keinen Sinn, unsere Energie hier zu vergeuden. Loggen wir uns aus und gehen angeln. Hoffentlich fällt uns dabei eine neue Strategie ein. Okay, jetzt wird das Angelzeug zusammengesucht, aber erst im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal.